So, liebe Leute, wir probieren, oder ich probiere nochmal Fortnite zu spielen, ein Noob-Gameplay, also einer, der überhaupt keine Ahnung hat von irgendwas, zumindest also von einem Spiel. Also schon Ahnung von manchen Sachen, aber von dem Spiel ist nicht so. Nichtsdestotrotz habe ich die letzten Tage ein bisschen gespielt, weil ihnen hat mir das auch ganz gut gefallen. Der Grafikstil gefällt mir sowieso ganz gut eigentlich, ich mag es gerne bunt. Und unrealistisch sozusagen. Ich brauche also keinen Realistik-Shooter, um glücklich zu sein. Da, ja, gibt's schon genug schlimme Sachen auf der Welt, eigentlich. Und wieso ist die Performance so schlecht? Das gibt's doch nicht. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Was mache ich denn? Was habe ich denn verbrochen wieder? Leute. Auto. Mach Auto. Jetzt haben wir 60 FPS, 56, 61, gut, das könnte aber funktionieren, also halbwegs zumindest. Ja, vor lauter Einstellerei, natürlich wenig geguckt, wo wir hinwollen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die ganze Karte aufdecken muss. Und dann diese grauen Bereiche, das springen einfach mal ganz hinten ab in dem Eck. Ich hoffe, ich komme da über den Berg danach überhaupt nicht, dass ich da gleich sterbe, weil ich nicht im Kreis bin. Ich beobachte immer so ein bisschen die FPS links oben. Ach, das ist ja ein kleiner Teich. Wie schön. Was ist das Teich? Das ist eine Bucht. Das ist ja eine Wucht, die Bucht. Jetzt habe ich gerade wieder 50 FPS. Ich drehe gleich am Rad hier. Was ist da los? Ich habe eine GTX 1070, damit soll das so ein Spiel doch wirklich rund laufen in höchsten Einstellungen. Kann doch nicht wahr sein, oder? Gehen wir erstmal in die Hütte. Nicht an der Klippe hängen bleiben. Wir gehen erstmal in die Hütte. Ich will die richtige FPS. Hütte, Hütte, Hütte. Komm, 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 geh runter. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt letzten Tag eine Schatztruhe ein bisschen öfters gespielt, um einfach mal dem Spiel auch eine Chance zu geben, weil sonst hatte ich gedacht, hey, das ist echt nur was für die ganz jungen Leute irgendwie, von wegen Reaktionsschnelligkeit und so. Ist wohl auch so, aber so halbwegs komme ich dann doch noch mit, zumindest wenn man so ein bisschen übt. Und ich muss sagen, es macht schon auch Laune, also nicht mal das so, ich das gehört. PUBG und Co. Die mehr auf Realismus gehen halt, ne, so mit Ballistik und Optik und so. Ich will doch eigentlich mal in diese schöne Bucht da unten. Vor allen Dingen weiß ich nicht genau, ob ich diese Gebiete aufdecken muss oder ob die, keine Ahnung warum, so ausgegraut sind auf der Map. Ich weiß nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Wie gesagt, ich bin da ja sehr jungfräulich bei diesem Spiel. Ich bin eigentlich mehr so der COD-Zocker. Oder gerne auch mal Rollenspiele oder so Hack and Slay, Diablo-mäßig. Noch eine Schatztruhe. Vor lauter schöner Bucht achte ich jetzt gerade gar nicht drauf. Achso, mein Inventar ist voll. Was ist das hier so ein Granatwerfer? Ne, Angel. Ich dachte schon Granatwerfer. Ach, Sniperwumme. Ich glaube, die Pistole brauchen wir nicht unbedingt, oder? Was damit? Gut, kleiner Schiffsfriedhof. Heilen müssen wir uns noch nicht hier im Lager vorne. Ich mach's trotzdem an, weil es so schön ist. Da habe ich schon wieder eine Wumme gewechselt, was ich gar nicht wollte. Eben. Munition. Mehr damit. Ach, da vorne ist ein Boot, sehe ich gerade hier auf dem Felsen. Den könnte man nicht fahren, um dann mehr Richtung Kreis zu kommen gleich.
erstmal noch ein bisschen Moon aufsammeln. Kann man nie genug haben, wenn es dann mal eng auf eng kommt. Da schau her. Ach, jetzt ist die Karte da oben auch aufgedeckt, sehe ich gerade. Okay. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit, um mich da noch ein bisschen zu stärken. Zum Schildtrank. Scheinbar hat es keinen außer mir hier hin verschlagen. Diese Ecke. Oh, da steht auch eine Toilette. Da können wir jetzt noch auf Toilette gehen, bevor wir uns auf die Reise machen. Vorausgesetzt, wir kommen überhaupt hin zu dem Boot. Das geht nicht so einfach, scheinbar. Oh, dass du das wegschubst. So, schnell umlackiert und los geht's. Beziehungsweise. Fahren mal raus auf die See. Nein, wir gucken erstmal in die Karte, wo wir überhaupt hin müssen. Da gibt es keinen Eingang, sondern doch die andere Richtung, sehe ich gerade. Da würde ich dann gerne in den Kreis fahren. Also rum die Dumm und ab in die Krachten, wie man in Holland sagt, oder in die Fjorde, wie man in Norwegen sagt. Ich kann es da eigentlich beschleunigen, genau. Da gibt es wieder Belohnungen so auf. Habe ich das verdient? Ich weiß nicht. Ausgerüstet sind wir nicht so schlecht, dass ich jetzt nicht weiter zu looten erstmal. Denke ich zumindest. Kann dann da irgendwann auch. Okay, pass auf jetzt. Och, da ist ein Wasserfall, da kommen wir vermutlich nicht hoch. Das wird nichts werden. Da müssen wir doch laufen. Es ist einmal schießen mit dem Kanonenboot, bevor ich aussteige und zu Fuß weiterlaufe. Da ist auch wieder Loot. Haben wir eigentlich schon was zum Bauen aufgesammelt? Großartig, nicht so viel. Ne? Na gut, gehen wir erstmal in den Kreis, würde ich sagen, wenn es ein bisschen entspannter ist erstmal. Sturmgewehr nur ein Stern, also das ist nach Farben dann. Das heißt, diese gelbe ist wohl die geringste, grün zwei Sterne und blaue Farbe bei den Waffen sind die stärksten, so wie man scheint, oder zumindest das, was ich bis jetzt gefunden habe. Wie gesagt, klärt mich gerne auf, wenn ihr da die Experten seid, das ist ja eine Schatzkiste. Lasst mich gerne belehren. Natürlich jetzt mal versuchen, was zu bauen. Oh. So was zum Beispiel. Und dann Pfeiler da weghauen. Ne? Da kommen wir auch dran. Ach, ich sehe schon, haben wir es jetzt auch. Ich werde doch noch zum Fortnite-Experten hier. Kriegen wir noch ein Schild reingeballert bei uns irgendwo? Ne. Mag er nicht mehr. Granate behalten wir mal, ne? Die Granate, Renate. Was haben wir hier jetzt eigentlich? Die hat zwei Sterne, die wir machen. Vier sogar. Klare Sache, würde ich mal sagen. Over the bridge, beziehungsweise wir sind jetzt under the bridge, wie Red Hot Chili Peppers sagen oder singen würden. Kennt keiner von den jungen Leuten. Old School. Old School Metal Music oder keine Ahnung. Zumindest Rock. Metal ist es ja nicht. Was erzähle ich? Kennt ihr alles nicht. Was wisst ihr, was Metal ist? War vor eurer Zeit. Was ist jetzt los? Hallo? Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Eine unsichtbare Wand oder was war das eben? Was war das?
Magazin ist bereits voll. Da ist auch noch eine Schatzkiste in der Hütte. Und der Kreis ist schon wieder kleiner. Das lädt zum Campen ein hier, das Camp. Da müssen wir uns heilen, nehmen wir so nicht, wir hatten noch keinen Fight. Rein in die Hütte. Knacken wir mal schnell das Schloss hier von. Achso, diesen Heilungsdings ist natürlich auch Medipack. Munition. Ja, damit. Die Anglerhütte. So, jetzt gucken wir mal in die. Ach, das ist ein Fisch, okay. Dachte schon, da wäre einer reingesprungen. In diese Richtung soll es gehen. Da fällt mir ein Lazy Lake. Soll ich da nicht noch eine Aufgabe erfüllen auch? Schwuppsdiwupps. Und wie ein Delfin gleiten wir durchs Wasser. Schüsse. ...25 Spieler noch. Ich hatte noch keinen Fight, weil ich so weit außerhalb gelandet bin. Aber, so was ich das gerade angehört hat, bin ich hier nicht alleine. In Lazy Lake. Eine Runde durch den Swimmingpool. Da. Verdammt. Hat er mich gesehen? Schleichen wir davor. Davor baut er. Hat mich bestimmt gesehen. Jetzt hänge ich hier in einem Fensterrahmen raus. Kommt Jungs, ich will jetzt auch einen Fight. Wo? Wo treffen wir uns zum Fighten? Der Kreis kommt, Mist. Doch keine Zeit zum Fighten. Vor dem Haus sind auch welche gewesen, gerade. Ich will erstmal ein bisschen näher zum Kreis. Wäre nicht so schön, wenn wir jetzt nur sterben, wenn wir außerhalb vom Kreis sind. Oh, scheiße, sieht er mich. Das sieht mich nicht. Das sieht mich nicht. Aber ich sehe ihn. Oh Gott, ich treffe nichts hier. Was? Es muss ein Bot gewesen sein, so blöd wie er sich angestellt hat. Weiter. Ach Gott, das ist wieder aufregend. Ich kämpfe nicht gegen Bots. Ich habe keinen Sniper. Doch, ich habe einen Sniper. Ich habe keine Deckung. Abgestürzt und die Achsen gebrochen. Auch ein schöner Tod. Ja, und da müssen wir hin, wenn der Kreis gleich kommt. Aber... ist da noch jemand? Ja, was diese Feuerreifen hier sollen, weiß ich auch nicht. Ja, interessant zu wissen. Ich meine, da wären mir gerade Kugeln im Kopf geflogen, aber ich weiß nicht von wo oder ob es wirklich so war. Ja, auf die Entfernung mit der Schrotflinte.
knapp vorbei im Kopf. Bleib doch mal still stehen, ey. Dann schalte ich für eine Richtung wenigstens. Ist noch einer. Nein, 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 nein. Ich werfe eine Granate auf die Entfernung hier. Also das ist auf jeden Fall ein Mensch, ein echter Spieler. Okay. Also, ihr seht, der Profi ist am Werk. Naja, wenigstens einen Bot habe ich, glaube ich, erwischt, wenn ich richtig mitgezählt habe. Immerhin. Oha. Schlürf GG. Na gut, okay. Ende dieser Runde. Mal gucken, ob ich es nochmal probieren. Also dann, vielleicht sieht man sich immer online mit dem Profi. Okay, dann ciao, ciao.